Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bendy and the Ink Machine mit meinem geliebten Publikum. Bendy, 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 Bendy und Bendy. Ja, wir sind wieder zurück. Ich muss mich tatsächlich mal informieren, weil irgendwas war doch faul und jetzt weiß ich auch was. Anscheinend soll der Projektor währenddessen laufen und dann soll ich es rechtzeitig machen mit diesem Rhythmus und ich werde das jetzt mal versuchen, wenn es dann geht, dann okay. Dann habe ich tatsächlich einfach nur nicht dran gedacht, dass der Projektor vielleicht laufen muss. Das war... Naja, gut. Okay, es war Piano, Drum, Banjo, Piano. Los geht's. Beeilen wir uns, bevor der Projektor wieder ausgeht. Da oben stehen sie alle. Piano. Drum. Banjo, Piano. Okay, es hat funktioniert. My Favorite Song habe ich als Achievement bekommen. Nice. Und ihr chillt da oben. Alle fünf. Cool. Finde ich abgefahren von euch. Ihr seid echt eine tolle Truppe. Das sind echt coole Kerle. Die mag ich. Meine neuen besten Freunde. Okay, jetzt können wir rein. Das war nicht so cool. Wer bist du? Hallo? Oh! Oh Gott! Das war unfair. Ich habe mich von dem da ablenken lassen. Und wo sind die anderen Bandys hin? Wo sind... Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Hä? Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Dich meine ich. So ein Dreckskerl. Wo sind die fünf Bandys? Da steht jetzt nur noch einer. Ich kann den Projektor nicht mehr anmachen. Das war fies. Das war echt fies. Jetzt ist er weg. Ja, nun auch. Nur er steht noch hier. Oh, das war gemein. Ich hasse Jumpscares. Speichern. Kontinuieren. Moment, one down. Wir müssen noch eins machen. Oh. Wir müssen noch eins ausmachen. Wir hatten zwei Wege. Ist der hier unten jetzt vielleicht frei? Ja, der ist jetzt frei. Ist aber vorsichtig. Dass hier wieder diese komischen Öl... Öl, genau. Dass hier diese komischen Tintenkerle kommen. Und genau die meine ich. Okay, das ist das zweite. Okay, that should do it. Wie der Kerl auch überhaupt nichts sagt über diesen lebendig gewordenen Bendy und diese ganzen Tintentypen, die hier rumkriechen. Der hat noch keinen einzigen Kommentar dazu verloren. Ich speichere mal. Always on time. Kenne ich sogar. Das ist Build Up a Machine von DA Games. Mega geil. Richtig geiles Lied.
Echt geil, dass die Entwickler das so einbauen, die ganzen Lieder. Ich weiß nicht, wie viele Lieder sie jetzt wirklich eingebaut haben. Also, das sind erste Kapitel und das hier sind zwei Stück, die sie eingebaut haben. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr drin haben. Ich bin mal gespannt. Vielleicht im dritten Kapitel ist noch was. Vielleicht eins pro Kapitel. Pumpkin Troll. So. Take the stairs. Jetzt passiert doch hoffentlich nichts Böses, oder? Nein, jetzt passiert nichts Böses. Es ist noch nie etwas Böses auf Rückwegen in irgendwelchen Spielen passiert. Rest your head. It's time for bed. There we go now, nice and tight. We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. Shh. Quiet. Listen. I can hear him crawling above, crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. Okay. Ich muss hier loskommen. Ich muss hier loskommen. Da ist meine Axt. Sheep, sheep, sheep. It's time for sleep. Rest your head. It's time for bed. Ich will hier nicht. Ich will hier raus. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Oh Gott, der kommt. Oder? Nee, was kommt er denn? Ich glaube, er hat Sammy erwischt, oder? Das war nur Tintengeplätscher, was ich da gesehen habe, was ich dachte, was er wäre. Was? Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr die Axt benutzen? Oh Gott! Oh, weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier! Benny, warum tust du das? Oh! Ich bin doch dein größter Fan. Warum machst du das mit mir? Was soll das denn? Ich muss schon wieder weglaufen. Fuck, irgendwas mache ich doch falsch, oder? Hier muss ich lang. Was? What the fuck? Okay. Na gut. Oh, wie süß. Ich will auch so einen haben.
Oh, bitte an die Entwickler, macht sowas als Merchandise. Ich will so eine Puppe haben, so eine quietschende Bandy-Puppe will ich haben. Oh, da sind noch mehr. Ich will alle quietschen. Finde ich toll. Die Frage ist, was ist jetzt los? Also ich glaube, Sammy ist... Hello? Someone there? I know you're in here. Come out and show yourself. Uh-oh. Boris? What the fuck? Kapitel 3. Rise and Fall. So eine Uhr will ich auch haben. Die finde ich cool. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Soll ich jetzt die Folge beenden oder soll ich doch ein bisschen weitermachen? Ich glaube, ich mache ein bisschen weiter, oder? Der Marc ist gerade gemeint zu mir. Er hat geschrieben, weißt du, was lustig ist? Habe ich gefragt, was? Ich habe ab jetzt Wochenende. So ein Arschloch, ich muss heute Abend nochmal dahin zur Nachtschicht. Oh, wie gemein ist das denn? Der hat jetzt Wochenende. Wir haben jetzt, haben wir jetzt Donnerstag? Ja, wir haben jetzt Donnerstag, also morgen ist Karfreitag. Wir haben jetzt Donnerstag, 10.42 Uhr vormittags. Und der hat jetzt schon Wochenende. Wie gemein ist das denn? Ich will auch Wochenende haben. Na gut. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Ich will das auch haben, so eine Uhr. Das ist voll cool. Sind die Dinger hier auch alle aus Holz? Hier ist irgendwie alles aus Holz. Ich hoffe mal, dass das Tinte ist. Oh Gott. Ist da jemand drinne? Hallo? Oh Mann. So eine Speicherstation wäre schön. Wenn ich die nächste Speicherstation sehe, dann speichere ich und mache aus. Hallo Boris. Moment, ich will mich erstmal umsehen. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Boris. Wo ist Boris hier? Lecker. Was ist das denn? Hä? Das ist von Boris. Das ist von Bendy. Aber ich habe keine Ahnung. Hallo. Hey buddy, using that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Find the three soup cans. Okay, zwei Stück habe ich doch schon gefunden. Das heißt, nur noch eine. Die ist bestimmt hier. Da. Okay. That should be enough. Alles klar, alle drei. Make Boris Soup. Alles klar, machen wir dir ein bisschen Suppe. Müssen wir die jetzt extra noch kochen? Ja, müssen wir machen.
you go. Danke, Kumpel. Netter Kerl. Let's see what's out there. Don't wander off. Are you sure you want to leave the safe house? Okay, Moment! Warte! Ich glaube, ich habe sowieso alles schon gesehen hier, also. Aber hier ist nicht zu speichern, oder? Ich meine, das hier heißt zwar das Safe House, aber. Ah, jetzt kann ich hier wieder rein. Nochmal Suppe. Aber hier ist kein Speicherding, das gefällt mir nicht. Ich würde schon gerne hier speichern. Wo führt Boris mich hin? Na gut, jetzt sag mal, wo es hingeht. Okay, das scheint ein Versteck zu sein. Denn bewegt sich etwas oder es tropft wieder etwas. Ich weiß es nicht. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Okay. Ich habe eine Flashlight. Alice Angel. Das gefällt mir aber gar nicht hier. So viel Tinte. Das hat sich überhaupt nicht gut angehört. Yeah, me either. Oh je. Hier wird's wieder heller. Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? Talk to Boris. Oh. Okay. Boris scheint bis jetzt der einzige freundliche Kerl hier zu sein. Hoffen wir, das bleibt auch so. Wo ist Boris hin? Wow. I don't remember any of this. Die beiden Sticker zum Verstecken. Das macht mir echt Sorgen. Verstecken ist ja überhaupt nicht so mein Stil. Wer summt da? Alles klar. Okay, jetzt werde ich erstmal hier die Folge beenden und auch eine kleine Aufnahmepause machen. Den Rest des dritten Kapitels werde ich mir nochmal aufheben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Bendy and the Ink Machine. Bis dann. Und bleibt tintig. Das war blöd. Vergesst das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.